Moinsen. Ja, ich habe dann hier noch einen Platz gefunden. Ist nicht unbedingt der beste Platz, weil das hier genau auf der Kreuzung ist. Aber bevor ich gar keinen Platz mehr hatte, ich hatte auch nur noch 10 Minuten Fahrzeit. Ich bin quer durch Bozen, 10 Minuten sei schon, 2 Minuten. Weil ich bin noch quer durch Bozen geeiert. Irgendwie und nichts, aber auch nichts, so gar nichts. War wahrscheinlich den Stau gestern geschuldet, dass der Bozen komplett zugeparkt war. Ja, heute ist natürlich auch ein blöder Tag zum Zurückfahren, weil heute ist Donnerstag. Heute fahren die meisten zurück oder fast alle zurück. Ah, könnte ein bisschen querulantisch werden heute. Schauen wir mal. Aber morgen früh sind wir auf jeden Fall zu Hause. Beziehungsweise oben zu Hause, da lege ich meine Hand noch nicht für ins Feuer. Ja. So ist das. So, jetzt einen Schluck Kaffee. Und dann starten wir mal in den Tag. Finde ich auch schon wieder lustig. Wir haben jetzt schon 18 Grad und die ganzen Einheimischen hier, die laufen in dicken Jacken rum und die eine eben auf dem Fahrrad mit einer Mütze auf. Da muss ich schon grinsen. So, das ist immer ganz lustig. Wir schwitzen uns einen ab beim Arbeiten, wo denn die Italiener noch in dicken Klamotten rumrennen. Ja, der Kollege, der hier mit denen Schnauze an Schnauze stand, der Schweizer von Kummer, mit dem habe ich gestern Abend noch angeregt und erhalten, eine ganze Zeit. Netter Mensch. Ich mag die Schweizer. Ich mag die Schweizer. Mit denen habe ich mich die ganze Zeit unterhalten. Mit ihm da. Da wollte er eigentlich um 7 aufstehen, hat er gesagt. Und wir haben es jetzt 7. Hat nicht ganz funktioniert, würde ich mal sagen. Nee, der lädt hier nicht bei Techno Alpine, soll er heute laden. Und er wusste nicht, ob die um 7 oder um 8 anfangen. Weil er hat mir erzählt, im Winter fangen sie um 8 an und im Sommer um 7. Da sagte er zu mir, es könnte natürlich sein, dass hier noch Winter ist. Oh ja, am 6. Juni kann man auch noch Winter sein. So, genug geschnackt, Abfahrt gen Brennero, gen Brenner. Achso, ich muss eine Sache nachher noch machen, die darf bloß nicht vergessen. Musst du noch Zigaretten haben? Er hatte nur die, zwar nur die langen, aber qualmt halt länger, ne? Wie die kurzen. Ja. So ist das. Ja. So, jetzt überlege ich schon. Da überlege ich auch schon die ganze Zeit. Stelzigen anhalten zum Duschen. Oder in der Dreiviertelstunde Pause duschen. Oder zum Feierabend duschen. Weil ich peile da ja einen Autohof an. Feierabend. Überlege ich mir noch, aber ich denke mal, ich werde jetzt erstmal durchziehen und das dann spontan entscheiden.
Ich wollte gestern eigentlich in Trevigiano noch gehen, aber da waren beide Duschen ein bisschen belegt. Deswegen war ich gestern nicht noch duschen. Und ich wollte ja eigentlich bis Sterzing. Ging ja nicht, wie in dem Stau. Gestern. Und ich wäre sowieso rübergefahren. Kollege. Ja. Ich denke mal, wir ziehen jetzt erstmal durch. Zum Tanken anhalten tue ich auch nicht. Oder mache ich nochmal voll? Nee, lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Naja. Sehen wir jetzt mal zu. Dass wir aus Italien rauskommen, durch Österreich durchkommen. Und dann gucken wir mal, ob sich die Lage in Bayern ein bisschen entspannt hat. Ich hoffe es, und ich hoffe es auch für die bayerische Bevölkerung, weil schön ist das nicht mit Hochwasser. Da kennen wir an der Küste ja was von. Man muss sich auch mal was gönnen. Zum Mittag, Frühstück, Brunch. Wie spät haben wir es denn jetzt? 20 vor 12. Ja, dann ist er schon Mittag. Bei 20 vor 12 ist er schon Mittag. Jo. Lecker, lecker, lecker. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also locker. Vierteljahr? Bestimmt nicht mehr. Locker, Vierteljahr. Ich habe fertig diniert. Die Dreiviertelstunde Pause ist auch fast rum. Ach, jetzt steht die Tüte da hinten. Schlimm sowas. Ich wollte die Tüte eigentlich in den Fußraum gestellt haben rechts. Hatte aber nicht. Ja, so, 5 Minuten Pause noch. Und dann fahren wir gleich schon wieder einen Stau entgegen. Habe ich gerade, als ich bei der Goldenen Möwe war, im Radio gehört. Zwischen Pfaffenhofen und Holledau. Soll wohl Stau sein, irgendwie geräumte Unfallstelle. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Also anpeilen tue ich wie immer Halle Turnau, da auf dem Autohof, mal gucken. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen weiter oder vielleicht nicht ganz so weit, keine Ahnung. Heute zum Feierabend, das wissen wir es auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir weiter und fahren jetzt weiter. Eben noch strahlender Sonnenschein. Fast keine Wolke am Himmel. Und jetzt geht hier gerade die Welt unter. Ab Grieding. Voll in eine schwarze Wand reingefahren.
Also solche Wetterkapriolen kenne ich eigentlich nur aus Italien. Dass man da mal in so eine schwarze Wand reinfährt. In Deutschland habe ich das noch nie erlebt. Krass. Aber das Lustige ist, das hält nicht mehr lange an. Da vorne wird es nämlich schon wieder hell. Ist echt Hammer. Hinter mir ist hell, vor mir ist hell. Und ich fahre mitten durch die schwarze Suppe. Beklopptes Wetter. Echt beklopptes Wetter. 5 Kilometer weiter ist gar nichts mehr. Die Scheibe ist immer nass, weil ich noch nicht wieder gewischt habe. Zack. So. Wieder besseres Wetter. Feierabend, Raststätte Hermsdorfer Kreuz. Ich weiß, ich hatte von Halle gesagt. War sehr optimistisch. Wenn ich jetzt einen Zehner gefahren wäre, hätte ich es bis Halle geschafft. Ja. Aber dadurch, dass ich morgen dadurch keine, oder durch den Zehner keine 3-4 Stunden spare morgen, kann ich unter 8,5 Stunden stehen bleiben. Und man gucke jetzt mal da hinten. Unsere Kontrollorgane ärgern schon wieder LKW-Fahrer. Warum auch immer. Ich habe jetzt abgeschlossen. Und ich fühle mich von den einen Polizisten da beobachtet. Ein Portemonnaie dich mit, ne? Ja. Gut. Gehen wir jetzt den Pöscher abspülen. Den Hintern. Sozusagen den dreckigen Arsch. Okay. Sauber ist es ja, ne? Ja, war für 6 Euro. Für 6 Euro. Jo. Aber immerhin sauber. Gut. Was jetzt passiert, das seht ihr definitiv nicht auf OnlyFans. Das kann ich euch sagen. So ein sauberer Hintern ist schon was Herrliches. Vor allem für 6 Euro muss man das auch mal richtig schön ausnutzen. Und das habe ich auch gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mich beim Rasieren auf dem Kopf massakriert und mir ist aufgefallen, ich muss noch wieder zum Barbier. Ich glaube, das mache ich auch am Wochenende. Mal einmal zum Barbier gehen. Halte ich für eine gute Idee. Ja. Morgen den Rest. Von hier 6,5 Stunden ungefähr. Ja. 7. Das kommt ungefähr hin. Ich sag ja. Ich hätte die 3-4 Stunden Pause nicht eingespart. Für morgen. Das wäre nicht gegangen. Aber die stehen da immer noch. Ich weiß gar nicht, wie spät wir das jetzt haben. Die stehen da immer noch und kontrollieren. So, haben die nichts zu tun. 10:50 ist es. Keine Ahnung. Das Einzige, wovon ich jetzt eine Ahnung habe, ist, geduscht habe ich, essen
noch ein bisschen Video schneiden, schlafen. Morgen früh 4:30 geht weiter. Und gnädige Uhrzeit eigentlich. Aber für einen Freitag genau richtig. Umso früher könnte man vielleicht zu Hause sein. Wenn ich nicht Samstag arbeiten muss. Moinsen, Leute. Ja, Freitag 3:30. Lust? Kalt ist es. Ist echt kalt. Irgendwie. Ich glaube, das wird heute ein langer Hosentag. Ich kann ja noch besser werden. Das Wetter. Ja. Ja. Jo. Kennzeichen hat sich nicht geändert. Das ist immer noch der gleiche Trailer. Ja, Herr und Frau Polizei sind weg. Ich war heute Nacht, oder besser gestern Abend, noch mal pinkeln. Da waren sie noch da, haben neue Big Zelt aufgebaut und alles. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Aber es sieht aus, als wenn die wiederkommen, die haben mich die Schilder stehen lassen. Also kommen die wohl heute noch mal wieder. Also müssen wir uns jetzt hier ganz schnell verziehen. Nee, ich will noch nach Hause. Obwohl das jetzt tatsächlich mal seit langem das erste Wochenende ist, wo ich so nichts vorhabe. So gar nichts. Auch nicht spontan. Ich glaube nicht, da war spontan irgendwas passiert. Ja, schauen wir mal. Wir haben Stadtfest in Lübeck. Wahrscheinlich sage ich jetzt, ich werde vielleicht mal rüber gucken und weiß, dass ich es eh nicht machen werde. Also insofern sage ich da mal nichts. Gut. Da gehe ich jetzt nicht längs, da sind Brennnesseln. Da, Brennnesseln, nicht gut. Ich kann schon wieder labern heute Morgen, ne? Schlimm. Ich könnte daran nie, dass es in Richtung Wochenende geht. Hast du das schon erwähnt? Hatte ich schon erwähnt. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Ach ja. So. Licht an. 11,5 Grad nur. Das ist schon mal. Also das ist mal nicht doll. Ja. 6 Stunden brauchen wir jetzt. 9:30. Ja. Ich denke mal so 9:30 ungefähr. Schauen wir mal. Dann müssen wir mal raschen, sonst muss ich noch irgendwie rauskommen. Nur, dass ich die Kollegen da die Hütte runterreiße in seinem Volvo. Das würde der Kollege, glaube ich, nicht so lustig finden. Perfekto! Ach ja. Ja. Ja, dann. Oh, dann reiten wir jetzt. Ja, die reiten jetzt los. Ja, die Herr und Frau Polizei haben alles hier gelassen. Die kommen wieder heute. Hier führen die Normalkontrolle durch. So. Okay. Ja, ich laber ein bisschen viel. Heute Morgen. Ich sag ja, das geht Richtung Wochenende. Gut. Los geht's. Richtung Norden. Norden. Weiter Richtung Norden. Nee, das will ich jetzt hier nicht fahren. Hier ist minus 16. Jawohl. No, no, no.
geht das jetzt schon wieder los mit Umleitung? Oder? Ah, der hat mir auch vorher. Wir sind gleich durch Magdeburg gefahren, ne? Naja. Ist denn so? Was willst du jetzt machen, ne? Oder durch. Es ist einfach noch zu früh. Wir haben es jetzt 10 vor 6. Es ist definitiv noch zu früh für Papa. Definitiv, Alter. Komm hier durch Ecken durch, Alter. Leck's mir am Arsch. Und Hunger habe ich. Ich krieg ein Hüngerchen. Ich brauche Essen. Ich hoffe, ich komme bis Osterburg. Weil da gibt es mal lecker Brötchen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber irgendwo werde ich schon rauskommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher bin ich mir doch. Die Italiener sind auch gut, ne? Haben Gefahrgutauflieger, haben das Gefahrgut beim Buchen aber nicht angegeben. Das ist auch nicht schlecht. Ey. Das ist hier windig. Das ist auch nicht schlecht. Das kann man mal machen. So. Zack. Die guten Aufklebers. Ja, so sind die Italiener. Alter, wenn das um was anders fummeln geht, bin ich besser, ne? Ah. So. Nee. Sind die italienischen Billigdinger. Halt auch nur von 12 bis Mittag. Also wenn die nass werden, dann bleibt das aber nicht lange drauf. Naja, mir soll es egal sein. Ach ja. Ich wollte ja zum Glück noch vorne und hinten kleben. An der Seite haben wir ja Gott sei Dank die Fächer hier, die sogar neu sind. So. Nee. Du sollst nicht kippen. Gar nichts mehr zu sagen. So. Zack. So.
sind die auch drauf. Dann sattel ich mal eben ab. Jo. Und dann schauen wir mal. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Na, so, Kaffee fertig, Grill schon an oder was? Ich habe Hunger und Durst. Ach so, okay. Ja, ist klar. Du sagst, ein Container. Irgendwann zieht sich das Telefon. Du sagst, ein Container ist fertig, ne? Ja. Ja. Okay, alles klar. Jo. Okay. Bis gleich. Ciao. Ja. Hey! Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. 2 Big Mac, 2 McRib. Du bist fett genug, du brauchst nichts zu essen. Schön oben eine draufhauen, ne? Du bist doof. Hat sich dein Auto auch gedacht, nachdem du dich mit dem Träger angelegt hast, ne? Nur meiner ist ja schon wieder fertig. Ja, der, unser Tadek. Ne, ein bisschen gezogen mit dem Stapler, ein bisschen gedengelt, ein bisschen geschweißt, ein bisschen Siegerflex. Schockkarre. Hast du dir mal deine Hubel angeguckt? Der ist so dreckig. Ist klar, Marco. Ist klar. Weißt du, was das Blöde ist? Wir sehen uns gleich schon wieder. Warum? Weil ich nochmal komme. Erscheint. Ja, oder so. Was redet es? Es hat keine Ahnung. Was redet es? Mhm. Was redet es? Da! Du kleines, dreckiges. Scheiße, er hat einen Vorteil. Ja. Nee, ich bin... Nee, ich will nur was trinken. Alles gut, kannst wieder aufmachen. Ich vertraue dir nicht. Ich mir auch nicht, aber kann... Nee, da meine, hallo? Desinfektionsmittel ist was anderes wie Wasser den ganzen Tag, ne? So, Herr Kandel. Jetzt hoffentlich kein Dreck mehr, sonst kommt die nächste Ladung in den Face. Immer hässliches Face. Das versuche ich seit 45 Jahren, das ist abgehakt. Marco, bis gleich. Bis gleich, Schatzi. So, ab zum Platz. So Leute, viel passiert ist nicht mehr. Ich war noch duschen, deswegen habe ich auch ein anderes T-Shirt an. War duschen und ja, jetzt mache ich Feierabend. Ist auch schon, da ich wieder spät, hier ist auch schon keiner mehr. Irgendwie, ja. Dieses Auto wird die nächsten 14 Tage eine zentrale Rolle spielen. Welche Rolle? Das sehen wir ab nächste Woche. Aber ich glaube, das werden interessante 3 bis 6 Videos. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tut nicht, dass ich nicht auch tun würde. Wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.